dran, Zögelrieder. Nein, du siehst genauso aus wie mein Hugo. Ganz genauso. Dabei ist er seit einem Jahr tot. Nee, wirklich? Ich bin doch der Franz. Magst nicht noch ein Ei? Nein, nicht mehr. Wirklich nicht? Weißt du, ich bin voll wie nix. Ich kann nicht mehr. Schön hast du es hier. Ja. Lange nicht mehr so empfunden. Was? Na, dass es so schön ist. Eigentlich. Warst du verreist? Nein, aber wenn man alleine lebt, dann ist es einem doch ganz egal, wie es um einen herum aussieht. Wieso? Hast du eine Frau oder eine Freundin? Nein, bin ich blöd? Na, dann müsstest du doch verstehen, wie öd und leer es ist, wenn man alleine ist. Redest du immer so ein Blödsinn? Ach, Franz, du siehst nicht nur so aus wie mein Hugo. Du benimmst dich auch so unmöglich. Ich liebe dich. Na ja. So, jetzt müssen wir aber nicht. Gehen müssen wir. Ich muss fort, es ist spät, verstehst du? Wir können ja nicht ewig frühstücken. Also, mach's gut. Die ist zu. Ach so. Sind alle zu? Mhm. Was soll der Quatsch? Kannst du mir das mal sagen? Silvana. Franz. Siehst du, Franz, ich möchte nicht, dass du einfach gehst. Verstehst du? Ich möchte doch nicht die Türen absperren. Das habe ich nur für heute gemacht. Ich verspreche dir, ich sperre sie alle wieder auf. Aber ich glaube, du wirst trotzdem nicht gehen. Denn wenn du gehst, dann müsste ich doch sagen, dass bei mir eingebrochen worden ist. Das müsste ich doch der Polizei dann sagen, nicht? Und die wird dann wissen wollen, wer eingebrochen hat. Und es würde mir das Herz brechen, wenn ich wüsste, dass du im Gefängnis bist. Und hier ist es doch schön. Das hast du doch selbst gesagt, dass es hier schön ist. Jetzt willst du sicher noch ein Ei. Hugo auch immer drei gegessen? So was Blödes. Ich weiß schon, warum ich lieber Bier trinke, da brauche ich keine Maschine. Aber der Heiner muss ja seinen Kaffee haben am Nachmittag. Also bitte. Wie bist du? Mahlzeit. Frau Enders, wo ist der Herr Voss? Was machst du denn da? Nix, warum? Ja, das machst du auf jeden Fall gründlich. Was ist, gibt's keinen Kaffee? Nein, es gibt keinen Kaffee. Die Enders ist nicht da und die Maschine ist kaputt, das siehst du. Der Kaffee kann man auch filtern, schmeckt auch viel besser. Seit der Stunde leitet der Kasten jetzt doch. Geh doch an. Sei doch so lieb und heb auf, ich bin beschäftigt. Siehst du. Kriminalkommissar JZBV, Apparat Kriminalkommissar Fröschel, Kriminalkommissar Kettwig, am Apparat Kriminalkommissar Kettwig, bitteschön. Hier ist Frau Gross. Ja, bitte? Silvana Gross, Buchenweg 19. Ist etwas Schreckliches passiert? Das heißt, es ist vielleicht noch nicht passiert, aber es könnte sein, dass es schon passiert ist. Auf alle Fälle ist es so, dass etwas Fürchterliches passiert sein könnte. Sie müssen sofort herkommen. Könnten Sie mir netterweise sagen, in welche Richtung etwas passieren würde? War nur so vage. Kommen Sie ganz schnell. Glauben Sie mir, ist ganz wichtig. Glauben Sie mir. Ja, entschuldigen Sie, ich kann... Na, bitte schön. Du gehst jetzt hin? Na du, interessierst du dich plötzlich für dienstliche Angelegenheiten? Na, weißt du, vielleicht könntest du mal Schrauben mitbringen. Ich habe eine zu wenig. Ja, das Gefühl habe ich schon lange. Aber da, wo ich hingehe, gibt's keine Schrauben im Buchenweg. Wo gehst du hin? Silvana Gross, Buchenweg 19. Auwe. Wieso, kennst du die? Das wird eine schöne Unterhaltung werden. Wieso? Das ist eine sehr schlagfertige Dame. Mit den Händen, meine ich. Die hat einmal ihren Mann so aufgemischt,
dass er nach 3 Tagen seine Anzeige zurückgezogen hat. So Applaus auch hat er gehabt. Und wir haben ja nichts nachweisen können. Ja, wenn er sich zurückgezogen hat, was wolltet ihr noch nachweisen? Dass er ihn umgebracht hat. Nach 3 Wochen war er nämlich tot, der arme Hund. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Kettwig, Kriminalpolizei. Wir hatten telefoniert. Gut, dass Sie kommen. Ja, könnten Sie mir vielleicht mal sagen, warum ich noch unbedingt herkommen sollte? Ja, weil ich hier nicht weg kann. Er kann jeden Moment wiederkommen, Dankeschön. Wenn ich da nicht da bin. Im Moment, wer kann wiederkommen, wenn Sie nicht da sind? Franz Högelrieder. Aha. Er ist weg. Ich muss eine Vermisstenanzeige machen. Ja, Frau Gross, könnten Sie mir jetzt mal sagen, seit wann ist er denn weg, der Herr Högelrieder? Seit 8 Stunden. Mhm. Nein, seit 9. Ja, und jetzt wollen Sie also eine Vermisstenanzeige aufgeben, ja? Oh, Sie verstehen das nicht. Ja, das möchte ich auch. Wir sind seit einem Monat zusammen. Nein, seit 31 Tagen. Wir haben uns nie aus den Augen gelassen. Er ist niemals aus dem Haus. Und jetzt ist er weg. Ja, seit 9 Stunden. Frau Gross, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist der Herr Högelrieder hier Lebensgefährte, ne? Ihr Freund. Mein Geliebter. Ja. Wenn er nun also mal vor die Tür gehen will, sagen wir, um einen Spaziergang zu machen oder, wie es so schön heißt, die Beine zu vertreten, dann ist das noch kein Grund, sich so aufzuregen. Und schon gar kein Grund, die Polizei zu rufen. Doch, weil ich dem Franz gesagt habe, dass ich die Polizei rufe, wenn er geht. Franz ist ein Einbrecher. Wie bitte? Franz hat bei mir eingebrochen. Und jetzt wollen Sie eine Vermisstenanzeige aufgeben nach einem Einbrecher? Franz hat vor 4 Wochen bei mir eingebrochen. Seitdem ist er nicht mehr von meiner Seite gewichen. Und jetzt ist er weg. Ja. Frau Gross, haben Sie ihm womöglich gedroht, dass Sie ihn anzeigen, wenn er weggeht? Ja! Ja, aber das ist Nötigung. Das haben Sie doch gar nicht nötig. Also, was soll ich jetzt aufnehmen? Vermisstenanzeige oder Anzeige wegen Einbruchs? Was wollen Sie? Dass der Franz wiederkommt. Er gleicht meinem Hugo bis aufs Haar. Nur ist er viel lieber, so zart und so sanft. Hugo, das ist wohl Ihr Gatte, selig. Ja. Demnach war der Herr Högelrieder die letzten 4 Wochen nicht freiwillig in Ihrem Haus, stimmt das? Doch, er war freiwillig hier. Er liebt mich doch. Aber doch nicht gleich, ne? Man, am Anfang mussten Sie ihn schon ein bisschen auffordern. Ja, nachhelfen. Immerhin hat er bei Ihnen angebrochen. Ne? Ja, die Männer kommen in den Wirtshäusern immer in schlechte Gesellschaft. Mein Hugo ist nicht nur einmal betrunken nach Hause gekommen und hat da rumgepoltert. Alkohol verdirbt einen Mann, das kann ich Ihnen sagen. Aus dem sanftesten Lamm wird ein Wolf, wenn man es herumstreuen lässt. Und Sie wollten natürlich nicht, dass der Herr Högelrieder einfach so rumstreunt, ne? Nein, er war so sanft. Was ist denn das hier, Frau Gross? Das sind Schuhe. Ja, das sehe ich. Ja, die Schuhe, die gehören dem Franz. Ich denke, er ist weggelaufen. Ja, vor 9 Stunden. Ohne Schuhe. Also, das war so, ich bin in die Küche gegangen und er lag noch im Bett. Und als ich zurückkam, da waren die Schuhe da. Er war nicht mehr da und die Terrassentür stand auf. Vielleicht ist er entführt worden. Aus Ihrem Bett? Frau Gross. Ja, vielleicht.
Der Franz. Mein kleiner Franzl. Er gibt fast jede Woche mal zu mir. Aber die Woche war er nicht da. Letzte Woche auch nicht. Seit 6 Wochen nicht mehr. Und der Hinterseher, der will sogar in der Zeitung gelesen haben gestern. Dass der Franzl so lange nicht mehr auftaucht ist? Nein, dass er tot ist. Ach, geh. Okay. Dass sie ihn beerdigt haben. In Tupfing, auf dem Friedhof. Ja, das wäre tragisch, aber. Also, ich konnte jetzt da auch nicht helfen. Nix ist. Der Franzl ist nicht tot, das weiß ich. Wenn sie ihn doch beerdigt haben. Also, jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee. Was ist denn? Ist die Maschine immer noch kaputt? Nein, schon wieder. Lieber Himmel. Sie müssen mir meinen Franzl wiederbringen, Herr Kommissar. Wenn er doch tot ist. Woher willst du wissen, dass der tot ist? Weil sie ihn beerdigt haben. Ja. Gestern ist in der Zeitung gestanden, sagt er. Ja. Moment. Sind Sie sicher, dass es Franz Högelrieder ist? Ja, mein Sohn. Was, Ihr Sohn? Seit 6 Wochen ist er verschwunden. Und jetzt weißt du auf einmal, dass die Beerdigung in aller Stille stattgefunden hätte. Ein Moment. Silvana Gross sagt, ihr fehlt er seit 3 Tagen. Ja. Sie sagen, Ihnen fehlt er seit 6 Wochen. Ja. Und jetzt die Beerdigung in aller Stille? Ja. Und jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Die Totenscheine in dieser Gemeinde stelle immer noch ich aus, jawohl. Und wenn sich da ein Kollege einmischen sollte, einer aus diesen Zentralkrankenhäusern, so ein Zentralkollege, tja, dann werde ich mal bei der Ärztekammer reinen Tisch machen, klaren Wein einschenken. Dann werde ich mal auf den Tisch schlagen, auf den Putz, verstehen Sie? Danke, Doktor, wenn ich Sie jetzt unterbreche. Sie haben mit anderen Worten keinen Totenschein ausgestellt. Nein. Danke. Und soll ich Ihnen auch sagen, warum? Oh ja, bitte. Weil ich einen toten Högelrieger Franz nicht gesehen habe, darum. Sie aber, wenn ich den Kollegen erwisch, der den Totenschein ausgestellt hat, dann braucht er selber einen. Na, das war die alte Schlammerin, die habe ich ganz genau gekannt. Also ich weiß nichts von einer Beerdigung. Die Schlammerin, das war heute. Und ihre Beerdigung, die soll doch schon ein paar Tage her sein. Ja, das war vor 3 Tagen. Also ich weiß nichts davon. Hier ist auf jeden Fall nicht beerdigt. Vielleicht ist er auch gar nicht gestorben. Und das ist nur der Witz. Oder ein Ablenkungsmanöver. Jeder sollte glauben, er ist tot und ordnungsgemäß begraben. Du weißt was? Am besten, ich kümmere mich mal darum, wer das Inserat aufgegeben hat. Hm? Ja. Ja, freilich hat er die Anzeige bei mir aufgegeben. Ich hab's auch gleich weitergeleitet, falls der Herr doch so einig gehabt hat. Ein Bier kriegt er noch. Naja, warten's. Sie, jetzt kommt's mir ja erst. Frau Eckhardt! Ja, Moment mal. Moment mal, bitteschön. Die 16,50 €. Ich hab's passend. Was haben Sie passend? Ja, das Geld für die Anzeige. Ich hab's nämlich eilig. So, ja. Ich muss weiter. Ja, was ist denn mit meinem Bier? Ja, Moment mal. Heute, Doktor, die Illustrierte haben Sie auch noch. Eckhardt! Das läuft hier einfach weg. Ein Mann war es, sagt sie. Ja, das wird ja alles über den Haufen werfen. Ja, Frau Eckhardt, ich bin da. Hören Sie, sind Sie sicher, dass es ein Mann war? Ja, wenn Sie mich so fragen. Es könnte natürlich auch eine Frau gewesen sein. Ja. Es war eine Frau. So hohe, schwarze Stiefel hat's angehabt. So fest, die wissen's. Können Sie sie beschreiben, die Frau? Also doch. So, Sie meinen, wie sie ausgeschaut hat. Ja, blond. Bisschen hektisch, wenn Sie wissen, was ich mein. Schlank, mittelgroß, blaue Augen. Na ja. Frau Gross. Silvana, habt ihr es doch gesagt? Mein Franz ist tot. Davon bin ich seit einiger Zeit überzeugt. Aber warum, frage ich Sie, warum musste das sein? Wir waren so glücklich mit... Frau Gross, jetzt hören Sie mir mal zu. Sie wissen ganz genau, dass Franz Högelrieder gar nicht in Tupfing beigesetzt ist, dass es überhaupt keine Beerdigung gegeben hat, dass es auch keinen Totenschein gibt, dass er aber tot ist. Sie haben ihn umgebracht. Nein! Jawohl! Ich hab ihn nicht. Dann haben Sie als Ablenkungsmanöver diese Vermisstenmeldung gemacht. Dann wollten Sie wieder, dass wir den Fall zu den Akten legen. Jetzt geben Sie die Todesannonce in der Zeitung auf, damit wir glauben sollen, er sei eines natürlichen Todes gestorben, Frau Goss. Das ist einmal Vorsicht zu viel, das fällt auf. Aber ich habe... Sie haben die Annonce aufgegeben, das habe ich recherchiert. Ich habe... Frau Gross, ich nehme Sie fest wegen dringenden Mordverdachts an Franz Högelrieder.
Und bei der Gelegenheit unterhalten wir uns vielleicht gleich noch mal über den plötzlichen Tod ihres seligen Gatten Hugo. Fröschl, ich glaube, dass sich diese ewige Verbrecherfangerei heutzutage meistens gar nicht mehr lohnt. Wie meinen Sie das, Herr Wanninger? Na ja, schau. Da jagt die Polizei Wochen, wenn nicht sogar monatelang hinter so einem Ganoven her. Na? Und wenn sie dann endlich erwischt hat, dann stellt sich heraus, dass der Kerl einen festen Wohnsitz hat und ein paar Stunden später ist er schon wieder frei. Ja. Und dann begeht er ein neues Verbrechen und die Jagd geht wieder von vorne an. Eben, das meine ich. Das ist schön, Herr Wanninger, aber was kann man dagegen tun? Nix. Aber vielleicht wäre es manchmal erfolgreicher, wenn man die Verbrechen aufklären täte, die gar keine sind. Herr Wanninger, das wäre doch ein Blödsinn. Man kann doch nicht was aufklären, was es gar nicht gibt. Fröschl, du verstehst mich nicht. Ich meine, man müsste beweisen, dass ein Verbrechen, von dem alle glauben, dass es ein Verbrechen ist, dass das gar keins war. Sondern? Ja, mei, irgendwas anderes. Aha. Ja. Also das wäre in unserem Fall... Der wahrscheinlich gar kein Fall ist. Ja, in unserem Fall wäre es dann so, dass wir beweisen müssten, dass der Högl wieder lebt und dass er eigentlich gar nicht weg ist von seiner Geliebten. Ja, da nimmst du ein bisschen zu viel vor. Wieso? Ja, er ist doch von seiner Geliebten weg, nachdem er das ewige Geturtel nicht mehr ausgehalten hat. Na ja, das stimmt. Ja, und wo ist er hin? Ja, das musst du jetzt rausfinden. Hey, ach so, ja, ja. Wo glauben Sie, dass der hin ist? Ja, wo geht einer schon hin, ohne Schuh? Heim? Wenn er eins hat. Ach so, ja, der ist ja gar nicht gemeldet. Na, wo hat sich denn sein Vater, der alte Högl, wieder immer rumtrieben? Bei den Penner, unter der Flacherbrücken. Na, also. Ja, machst einen Schluck. Was war's denn? Jetzt hab dich doch nicht so. Trink halt einmal. Ich bin der Toni. Ach, lass mich in Ruhe. Ja, von dem erfasst den Namen nicht. Der ist ganz anonym hier. Ein ganz komischer ist der nämlich. Was willst du denn so dringend von ihm? Oh, danke, nix. Das machst du mir doch nicht vor. Du schleißt doch um den herum wie die Katze um den Kater. Naja, ich muss ihm was sagen. Und weil er es nicht hören will, dann läuft er weg. Das ist so, er ist untergetaucht wegen einer Frau. Und jetzt muss er ganz schnell wieder auftauchen, weil die Frau im Gefängnis sitzt. Verstehst? Wieso? Der hat eine Anose aufgegeben, als wenn er tot wäre. Verstehst du das? Ja, dass ihm die Frau nicht mehr nachläuft. Jetzt meint aber die Polizei, die Frau hat die Anose aufgegeben. Damit man nicht draufkommt, dass sie ihn umgebracht hat. Wer ist umgebracht worden? Franz. Der sollte umgebracht worden sein von seiner Geliebten, nicht? Du meinst der Fred? Ja, ja, das ist aber der Franz. Und seine Geliebte sitzt im Gefängnis? Ja, 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 unter Mordverdacht. Und die wird sicher abgeurteilt, wenn er der Fred, ich meine, der Franz, nicht bald wieder auftaucht. Wer jetzt? Der Fred oder der Franz? Komm, wir gehen. Wieso? Ich bin der Franz. Franz Högelrieder. Ja, und der Fred? Der hat einen Verfolgungswahn. Der glaubt, dass die Mafia hinter ihm her ist. Ach so. Ich bin nicht von der Mafia. Ja, dass du vom Präsidium bist, das haben wir schon längst gemerkt. Du bist ein gescheiter Bub, die sollte man studieren lassen. Komm, gehen wir. Prost! Danke, Kettwig. Der Herr Kollege Kettwig hat, das müssen auch Sie zugeben, ganz außerordentlich gut gearbeitet. Nun gestehen Sie doch endlich. Was? Sie sind überführt, den Högelrieder Franz ermordet zu haben. Nein, das habe ich doch gesagt. Ich mache doch nicht. Nein. Wenn den Menschen hineingeht, wenn es nicht kostet, Franz. Ja? Franz! Franz, wo kommst denn du? Ich bitte Sie, in was für einem Aufzug erscheinen Sie denn hier zum Dienst? Und wer ist denn das da? Das ist der Högelrieder Franz. Nun reißen Sie sich doch zusammen, Fröschel. Nein, das ist der Franzl. Was? Ja, der hat eine Todesanzeige aufgegeben von sich selber, obwohl er gar nicht mehr tot war, weil er lebendig allein besser sein konnte. Das war, obwohl er diese nette Frau, das muss man schon sagen, einigermaßen geliebt hat. Nicht? Aber was zu viel ist, ist halt zu viel. Nicht? Bei Gott, Fröschel, was zu viel ist, ist zu viel. Wir sind hier mit einem Mordfall beschäftigt. Das ist doch kein Mordfall. Nie. Nein, es ist kein Mordfall. Sehen Sie. Ich hab dich so vermisst, Franz. Ich hab dich so vermisst.
dass du meinetwegen ins Gefängnis gekommen wärst. Das wäre zu viel gewesen. Ja. Dann komme ich schon lieber wieder zu dir zurück. Ja. Hätte ich ganz gerne. Es ist doch wichtiger, ein Verbrechen aufzuklären, das gar kein Verbrechen ist. Oder dass Verbrechen keine Verbrechen sind. Verstehen Sie? Noch einmal. Nein. Ein richtiges Verbrechen ist doch eigentlich gar kein Verbrechen. Es wird ja eigentlich erst zu einem Verbrechen durch das Eingreifen der Polizei. Wenn dieses Eingreifen nicht werden, wenn das ganz einfach ist. Zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, ich weiß schon. Ich bin ein polizeilicher Berufstrinker. Das ist alles.